Guten Abend und herzlich willkommen zum SoTalk. Bei mir ist heute Pablo Losli zu Gast. Er ist der Direktor der Justizvollzugsanstalt Solothurn. Guten Abend, Herr Losli. Guten Abend, Refs. Was bedeutet Ihnen Solothurn? Ja, es ist, ich arbeite seit ein bisschen mehr als 4 Jahren in Solothurn. Ich habe durchaus auch Wurzeln, muss allerdings ein bisschen weiter zurückgehen für das. Ich hatte eine Grosstante, die in Solothurn gewohnt hat. Und die hat auf der Aare gearbeitet, auf der Aare Schifffahrtsgesellschaft. Das heisst, mein Grossvater ist Solothurner. Der hat auch solothurnisch geredet. Und ich habe sehr gute Erinnerungen an seine Jugenderzählungen. Er ist 1892 geboren. Man erzählt, wie man in der Aare noch Aal fahren konnte. Also ganz spannend, wenn ich hier zurückblicke. Wenn ich noch weiter zurückschaue, ist meine Urgroßmutter eine Buchserin. Das heisst, sie ist eine Cousine oder eine Tante vom Frank Buchser, vom Maler. Sie sind Direktor der JVA Solothurn. Ich lasse es jetzt mal bei JVA, weil das Justizvollzugsanstalt ist mir zu groß und Zungenbrecher. Was sind da Ihre Tätigkeiten? Ja, das ist sehr vielseitig. Also zu der Justizvollzugsanstalt gehören ja zurzeit noch 2 Anstalten, nämlich die offene Anstalt Schöngrün und das Massnahmenzentrum im Schachen. Schöngrün hat vor 4 Jahren ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Also man hat ein bisschen müssen schauen, dass man hier wieder Boden unter den Füßen hat. Und ganz intensiv beschäftigt uns natürlich das Neubauprojekt, wo wir demnächst werden provisorisch anfangen, das Hauptgebäude in Betrieb nehmen. Auf das Neubauprojekt kommen wir später noch zu sprechen. Was macht Ihnen an dem Job Freude, wo man ja nicht viel geschenkt bekommt, sagt man es mal so? Also was ich spannend finde, ist, wenn man den Auftrag so ausführt, wie wir das jetzt machen, ist es ein sehr vielseitiger Auftrag. Also ich habe mit ganz vielen verschiedenen Berufsleuten zu tun, damit wir den Freiheitsentzug im Sinne des Gesetzgebers auch nutzen können. Also wir haben ja in der Schweiz ein duales System, das heisst, die Leute, die zu uns kommen, die werden über einen Richterspruch einmal gestraft. Aber im Moment, wo sie den Freiheitsentzug antreten, vom ersten Tag her, arbeiten wir gezielt auf eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft mit dem Auftrag, so einzuwirken auf die uns anvertrauten Menschen, dass es keine Wiederholungen gibt. Wie viele Insassen und Angestellte gibt es in der JVA Schachen? Wir haben für die Justizvollzugsanstalt Solothurn, so wie wir sie werden betreiben, vom Januar 15 her, haben wir 107 Stellen, Vollzeitstellen. Das verteilt sich auf ungefähr 130 Köpfe. Da gibt es immer ein bisschen Fluktuationen. Und weil wir ja auch selber Ausbildung betrieben, haben wir auch immer diverse Praktikumsplätze. Man hat immer so ein bisschen das Bild im Kopf vom Gefängnis oder von Leuten, die im Gefängnis arbeiten. Das sind einfach die Schließer, die Türen auf und zu machen. Aber es wird wahrscheinlich nicht nur das sein, was die 107 Angestellten da machen. Also das möchte ich schon vehement korrigieren. Mit einfach Türschliesser allein ist, glaube ich, der Auftrag wirklich nicht gemacht. Das ist vielleicht ein Bild von vorgestern. Unsere Leute heissen auch nicht Wärter, sondern Justizvollzugsfachleute. Und sie werden ergänzt durch sehr viele andere Berufsrichtungen. Und der Bereich Sicherheit, also wir produzieren Sicherheit für die Gesellschaft, das ist klar. Leute, die Rückfall und Flucht gefährdet sind, die sollen eben bei uns im Freiheitsentzug sein, bis die Zeit nachher ist, wo sie wieder zurück in die Gesellschaft kommen. Also die Sicherheit ist wichtig. Wir haben ein grosses Sicherheitsteam, aber wir haben auch 2 Vollzugsteams. Wir haben auch ein Team, das sich um die Beschäftigung der Insassen kümmert. Ich möchte daran erinnern, dass es dazu gehört, im Freiheitsentzug wird von Montag bis Freitag gearbeitet. Oder? Und wir probieren diesen Leuten entsprechend anspruchsvolle Tätigkeiten auch zu offerieren. Einfach so, dass jeder etwas
was seinen Neigungen entspricht, kann arbeiten. Was sind das für Berufe, in denen die Insassen arbeiten? Also wir haben in der neuen Justizvollzugsanstalt bereiten wir 4 Ateliers vor. Das ist eine Schreinerei, das ist eine mechanische Werkstatt, das ist ein Montageatelier und eine Elektrowerkstatt. Daneben haben wir aber auch 2 Betriebe im Freien. Gemüsebau, Pflanzenbau. Wir kochen mit Insassen, wir machen mit Insassen Reinigung machen und auch Unterhaltsarbeiten. Also ist ein ziemlich breites Spektrum, wo wir die insgesamt 96 Insassen, wir werden 96 Plätze haben im Januar, beschäftigen. Können die Leute, gerade die jungen Insassen, da noch eine Ausbildung machen, falls sie keine haben? Wir haben im Schöngrün immer wieder Anlehren erfolgreich können abschließen mit einzelnen Insassen, die lang genug da sind. Es ist ein Ziel, dass wir das auch im geschlossenen Bereich anbieten können. Vorderhand wird das in einem ganz kleinen Bereich möglich sein, aber grundsätzlich sind Anlehren werden auch im geschlossenen Bereich möglich sein. Was sind die grössten Herausforderungen, wenn man so einen Job wie Ihren neu beginnt oder neu anfängt? Es ist ein sehr umfassender Job. Aus meiner Sicht als Direktor geht es vor allem darum, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Gute Rahmenbedingungen für alle und natürlich, wenn es Probleme gibt, sprich wenn es, sagen wir jetzt, Qualitätsabweichungen gibt, dann ist auch der Direktor gefordert. Sie sind jetzt dann Direktor vom modernsten Gefängnis der Schweiz. Macht das Sie auch ein bisschen stolz? Ja gut, ich muss sagen, wenn man 4 Jahre lang intensiv an einem solchen Projekt arbeitet und die Intensität, die betrifft natürlich ein grosses Team, wo alle überdurchschnittlich viel haben müssen arbeiten, deutlich mehr als im Stellenprofil beschrieben ist, dann hat man schon Freude, wenn man in der Nähe vom Ziel ist und wenn man sieht, man hat Termine können einhalten können, bis jetzt Holz anlängen und dass wir insgesamt auf Kurs sind und vor allem, wenn ich zurückschaue jetzt auf die Publikumstage, die wir hatten, dass eigentlich auch ein sehr grosses Interesse in der Bevölkerung da in Solothurn vorhanden ist und so wie ich den Eindruck habe von diesen vielen Rückmeldungen, die ich habe, auch viel Wohlwollen für etwas, wo alles andere auch selbstverständlich ist. In den Medien hat man immer von einer Luxusoase gelesen, wenn es um den Neubau Schachen ging, der ungefähr 57 Millionen Franken gekostet hat. Ist das mehr eine Provokation oder eine ernsthafte Kritik? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Medien das dir gelesen hat. Ich habe einfach einen provokativen Artikel, eine provokative Überschrift gesehen, ob das ein Luxusbau ist und inhaltlich selber ist der aufgelöst worden mit dem Hinweis darauf, dass das auch alles andere als ein Luxusbau ist. Und wenn wir es vergleichen mit anderen Bauten in der Schweiz, darf ich sagen, wir probieren einfach mit diesen 57 Millionen wirklich das Optimum rauszuholen, zweckmässigen Bau zu haben, sprich eine zweckmässige Anlage. Es geht ja um viel mehr als nur den Neubau. Eine zweckmässige Anlage, die eben über mehrere Generationen auch wird im Betrieb können sein. Sind die Gefängnisse in der Schweiz, sagen wir mal, wenn man jetzt sieht, dass man so ein Gefängnis für 57 Millionen neu baut, sind die anderen Gefängnisse, die nicht neu gebaut werden, sagen wir mal, alt oder nicht mehr zweckdienlich? Da müsste man vielleicht zuerst einmal sagen, Gefängnis ist ein kleiner Oberbegriff für alles, was im Bereich Freiheitsentzug passiert. Und das ist auch durchaus legitim. Wenn wir es aber genauer anschauen, kann man, wenn ich es ganz aufschlüsseln würde, bis zu 36 verschiedene Haftarten unterscheiden. Aber ich würde mal sagen, man muss unterscheiden zwischen Anstalten und Untersuchungsgefängnis. Und gerade im Bereich von Untersuchungsgefängnis, wenn ich da schnell etwas dazu sagen darf, hat es natürlich bis in das Jahrtausend hinein hat es Situationen gegeben, die einem modernen Rechtsstaat nicht entsprechen. Wenn ich denke, dass noch bis vor 15 Jahren Insassen in Untersuchungshaft im Schloss Thun waren. Oder wenn ich zu bedenken darf, dass bis noch vor 4 Jahren Insassen in Untersuchungshaft im Schloss Burgdorf waren.
Das sind tolle historische Bauten. Mit Demokratie haben sie nichts zu tun und mit modernem Freiheitsentzug auch nicht, wenn man schaut, wie dort die Zellen gebaut sind. Also in dem Sinn hat sicher passiert sehr viel im Moment. Es ist übrigens auch interessant, vielleicht einmal festzuhalten, die Neubauten, die es gibt, sind ja nicht in erster Linie da, um zusätzliche Plätze zu kreieren, sondern eben moderne, den Bedürfnissen entsprechende Plätze. Es gibt im Schachen auch eine Gummizelle. Was ist das genau? Der redet mit grösster Wahrscheinlichkeit von der Sicherheitszelle. Die Sicherheitszelle die ist tatsächlich so ausgerüstet, mit weichen Materialien, die auch gut abspritzbar sind, dass man sich nicht verletzen kann. Also die Sicherheitszellen brauchen wir für Leute, die halt innerhalb vom Freiheitsentzug sich nicht an die Hausordnung halten können, die in dem Sinn müssen zusätzlich sanktioniert werden. Allenfalls auch für Leute, die dermassen erregt sind, dass man sie einfach isolieren muss von der Wohngruppe. Im Schachen gibt es mehr Plätze für den Maßnahmevollzug als für den Strafvollzug. Was ist da der Unterschied? Ich kann es vielleicht so sagen. Wenn der Richter, wenn er ein Urteil spricht, genügend Informationen hat, um zu sehen, wenn jetzt der Mann, wo er muss ein Urteil fällen muss und er sieht, er hat eine Tat, wo vielleicht das Strafmass 3 Jahre ist, er muss sich ja auch an Rechtsrahmen halten, er sieht, wenn er jetzt 3 Jahre in Freiheitsentzug tut und nachher kommt der Mann wieder in die Freiheit raus, und er Unterlagen hat vom Psychiater, das Gutachten hat, wo er sieht, ja, mit grösster Wahrscheinlichkeit wird es nachher zu einer Wiederholung kommen. Weil die Tat, der kriminelle Akt, den er gemacht hat, letztlich darauf zurückzuführen ist, dass auf eine psychische Krankheit, dann wird der Richter sagen, ich tue Strafe zugunsten von einer Massnahme auf die Seite schieben. Jetzt ist das für einen Insass in der Regel nicht sehr angenehm und der Verteidiger wird alles unternehmen, um das probieren zu verhindern. Aber letztlich ist es eigentlich zum Wohl des Insass und von der Gesellschaft gedacht. Man probiert nämlich, das Übel an der Wurzel zu greifen. Und das heisst, die Leute, die eine Massnahme haben, nach Artikel 59, und das ist unsere Spezialität, die kommt aus dem Therapiezentrum im Schachen raus, dann bekommen die nebst dem ordentlichen Freiheitsentzug eben eine Therapie, eine Psychotherapie und auch eine Milieutherapie. Was ist eine Milieutherapie? Noch nie gehört. Eine Milieu- oder Sozialtherapie wirkt einerseits unterstützend für Psychotherapie. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir die Leute so führen, dass der ganze Tag sehr strukturiert abläuft. Also sie stehen auf zu einer bestimmten Zeit, heute Morgen, gehen arbeiten, nehmen zusammen zu Mittag, nehmen zusammen zu Nacht. Und in dieser Zeit, wo sie nicht arbeiten, leben sie in einer Wohngruppe und dort gehen sie nachher nicht einfach in die Zelle, sondern sie essen eben miteinander. Essen. Und es ist auch beim Essen ist jemand von unseren Sozialpädagogen dabei. Und da wird sehr wohl darauf geachtet, dass man eben miteinander anfängt, miteinander aufhört, einen gewissen Anstand pflegt. Es gibt Leute, die haben das noch nie erlebt vorher. Das heisst, die lernen das bei uns. Und wenn es dort zu Entgleisungen kommt, also zu verbaler Aggression, wird bereits das auch sanktioniert von uns. Das wird nicht toleriert. Welche Delikte haben die Insassen begangen? Ist das, sagen wir mal, alles zusammen in einen Topf geschmissen oder wird da schon geschaut, wer was gemacht hat und dann aufgeteilt? Also gut, ihr könnt euch gut vorstellen, dass in der neuen Justizvollzugsanstalt und im bisherigen Therapiezentrum, wo eine geschlossene Anstalt ist, dass das nicht einfach Handtaschendiebstahl sind oder ein bisschen Cannabiskonsum. Das sind schwere Delikte. Das sind Delikte gegen Leib und Leben. Zusammengefasst. Also Delikte aus dem Bereich Sexualdelikte etc.
Also würde ich, sagen wir mal, wenn ich eine Tasche klaue, nicht unbedingt in das Gefängnis kommen? Da kommt er allenfalls, wenn das mehrmals passiert, ist schon grün. Ja, so jetzt ein bisschen salopp beurteilt. Kennen Sie Ihre Insassen eigentlich beim Namen? Also sagen wir mal alle, wissen Sie genau, wer in Ihrem Gefängnis sitzt? Im Moment führen wir noch 2 Anstalten. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit den Namen, das muss ich leider zugeben. Aber die meisten im Schach kenne ich mit Namen. Im Schöngrün ist es ein bisschen schwieriger, einfach weil wir eine sehr hohe Fluktuationsrate haben von 300 Mutationen im Jahr. Ja. Gerade wenn man die Person beim Namen kennt, versucht man dann das, was sie getan haben, ja, auszublenden, um Respekt vor ihnen zu haben? Oder hat man dann immer beides drin, ihre Tat und sie jetzt als Mensch, wenn man sie kennenlernt? Von vielen Insassen, wenn ich eine Begegnung habe, vielleicht eine Zufallsbegegnung, ich grüße die Leute, wenn ich sie sehe beim Arbeiten, ist mir das Delikt nicht präsent, auch wenn ich vielleicht einen Blick ins Dossier da habe. Und für uns ist es, glaube ich, wichtig in der Arbeit, dass man weiss, um was es geht, dass man weiss, was das Delikt ist, aber dass man nachher gleich mit dem Menschen, der vor einem steht, arbeitet. In den amerikanischen Filmen kommt immer so ein bisschen das Klischee rauf, dass es in den Gefängnissen wie so eine Hackordnung gibt, also ja, unter den Insassen, dass es einen Chef gibt und welche, die für ihn arbeiten müssen. Ist das in der Schweiz genauso oder ist das völliger Schwachsinn? Ja, ich würde sagen, weder noch. Ich muss vielleicht ein bisschen erklären, wie das wir arbeiten. Unsere Spezialität auch innerhalb von der Schweiz ist eben, dass wir durchgehend mit Wohngruppen arbeiten. Das heisst, im Massnahmenvollzug werden wir ab dem Januar Wohngruppen haben mit 7 bis 10 Leuten. Und selbst im Strafvollzug, wir haben ja auch 36 Plätze im geschlossenen Strafvollzug, sind die Wohngruppen, die beiden Wohngruppen haben 15 Leute. Das heisst, es ist mir ein ganz grosses Anliegen, dass wir Sicherheit nicht nur gegen aussen geben, sondern auch gegenüber unserem Personal und natürlich auch gegenüber den Insassen. Es kann nicht sein, wegen einer Hackordnung und wegen Hunderten, die hier miteinander im Vollzug sind, dass nachher innerhalb des Freiheitsentzugs, innerhalb von der Obhut des Staates, wieder Delikt passieren. Das wollen wir vermeiden und ich denke, da sind wir vergleichsweise eben sehr modern mit unseren kleinen Wohngruppe. Wie feiert man im Gefängnis zum Beispiel Weihnachten? Gibt es das überhaupt? Für die, die Weihnachten feiern wollen, das sind schwierige emotionale Momente, gibt es durchaus eine Gelegenheit. Ich habe mir eigentlich in den letzten immer Zeit genommen und bin dabei gewesen. Das ist ein Auftrag, den unsere Gefängnisseelsorger machen. Das ist etwas, was dazugehört. Und die Insassen, die teilnehmen, das ist der kleine Teil, die machen das gerne und die haben in diesem Sinne 4, ja. Haben die Insassen Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen oder ist das ein absolutes No-Go im Gefängnis? Also es gibt keinen unkontrollierten Zugriff zum Internet. Wir haben kein Internet zurzeit. Im Juli zügeln Sie vom alten in den neuen Schachen. Was sind da die größten Herausforderungen, die auf einen zukommen? Ja gut, die Insassen wissen, dass wir im Juli werden zügeln. Sie sind jetzt dran, sich vorzubereiten. Wir haben das rechtzeitig müssen aufgleisen, wir haben rechtzeitig die Informationen müssen weiterleiten. Und jetzt ist ein bisschen die Herausforderung, dass wir den Zeitplan einhalten können. Es gibt natürlich noch Sachen, die müssen erledigt werden. Zurzeit ist auf der Baustelle wird mit Hochdruck gearbeitet, an diversen Sachen im Bereich Sicherheit, Elektronik. Ich gehe davon aus, dass das zeitgerecht parat ist. Und nachher gibt es natürlich eine Angewöhnungsphase. Die erste Woche wird ein bisschen speziell sein. Also die Insassen, die sind jetzt dran, ihr Hab und Gut in Kisten zu verpacken. Das wird jedem in seine Zelle da. Und dann werden sie Zeit haben, sich einzurichten. Werden halt die ersten 2-3 Tage auf der Zelle leben, bis dann wieder das geordnete Leben mit Arbeit anfängt. Wie transportiert man so viele Gefangene? Chartert man da einfach einen Bus oder nimmt man normale Autos? Ja, wir haben eigene Fahrzeuge, aber wir machen das natürlich zusammen mit der Kantonspolizei. Ja. Es gibt Leute, die, sagen wir mal, immer den Schutz von der JVA brauchen, weil sie sonst eine Gefahr für die Gesellschaft wären. Wie stehen Sie zu langjährigen Sicherungsverwahrung? Ist das was Richtiges oder, sagen wir mal, menschenrechtlich nicht unbedingt sinnvoll?
Ja gut, da sind jetzt eine Reihe von Fragen drin verpackt. Es gibt Leute, wo es ganz schwierig ist, mit unseren therapeutischen Mitteln so weit zu kommen, dass man sie wieder entlassen kann. Und wenn das geprüft wird und halt wirklich aussichtslos ist, dass es eine Besserung gibt, dann denke ich, ist es eben sinnvoll, dass solche Leute verwahrt werden. Also mit anderen Worten, in einem modernen Staat, oder? Die Freiheit des Bürgers bedeutet in ganz extremen Fällen eben die Unfreiheit von denen, wo man weiss, es ist ein ganz höchstes Rückfallrisiko. Das sind allerdings ganz wenige Leute. Kommen wir ein bisschen von Ihrer Arbeit als Direktor von JVA weg. Sie waren auch Delegierter beim Roten Kreuz. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht? Ja, das wollt ihr jetzt wissen in 2-3 Minuten. Also ich war 7 Jahre im IKRK und habe in mehreren Kontinenten gearbeitet. Habe eine ganze Reihe von Ländern sämtliche Gefängnisse besucht, aber in der Funktion des eben IKRK-Delegierten. Habe schwierige Situationen erlebt. Ich möchte trotz der Risiken, die das Engagement hatte, eigentlich keinen Tag missen. Es war eine ganz reiche Erfahrung in meinem Leben. Sie sind auch politisch aktiv, haben auch letztes Jahr für den Gemeinderat in Fraubrunn kandidiert. Wie wichtig ist es Ihnen, politisch aktiv zu sein oder sich eben an politischen Tagesgeschehen zu beteiligen? Ich engagiere mich gerne engagieren an meinem Wohnort. Ich bin seit mehreren Legislaturen in der Bau- und Planungskommission. Ich bin jetzt auch das zweite Mal im Gemeinderat. Und es ist für mich auch noch ein gewisser Ausgleich zu dieser Arbeit hier in Solothurn. Bevor Sie Gefängnisdirektor geworden sind, waren Sie Primarlehrer. Gibt es da Parallelen zwischen diesen beiden Jobs? Oder ist man als Primarlehrer prädestiniert für einen Gefängnisdirektor? Ja, das würde ich so nicht sagen. Also, ich war übrigens nur sehr kurz Lehrer gewesen. Gerade nach der Mittelschule, nach dem Lehrerseminar, habe ich eine Sonderschule unterrichtet, bevor ich nachher mein erstes Studium angefangen habe. Es gibt bis heute keine gezielten Ausbildungen zum Gefängnisdirektor. Also, wenn man die Frage stellt, wer wird Gefängnisdirektor, dann gibt es Leute, die Lehrer sind, es gibt Leute, die Pfarrer sind, es gibt Leute, die militärische Karriere gemacht haben. Ich würde einfach sagen, wichtig ist eben eine gute Lebenserfahrung, eine gute Robustheit und eine Einstellung als Generalist können schaffen. Ja. Ihr Job klingt auch nach einer sehr, ja, sagen wir mal, psychischen Anstrengung zum Teil oder sehr, ja, als anstrengenden Job. Wie sucht man da den Ausgleich oder wie schafft man es, dass man ja von der Arbeitsstelle, in Ihrem Fall im Gefängnis, rauskommt und sagt, gut, das habe ich jetzt hinter mir? Also für mich ist jetzt ein Teil vom Ausgleich, dass ich mich eben politisch noch ein bisschen engagiere, einfach damit ich wirklich kann abschalten oder umschalten. Das Familienleben ist mir durchaus auch wichtig und in den paar wenigen Ferienwochen, die man hat, tue ich nach wie vor auch gerne ein bisschen reisen. Gibt es, sagen wir mal, ja, Momente, wo Sie denken, ich kann diesen Job nicht mehr weitermachen, oder ist das ein Job, den man auf Lebenszeit machen kann? Ich würde von meiner Erfahrung her eigentlich niemandem empfehlen, den auf Lebenszeit zu machen. Ich bin auch eher zufällig ins Gefängnis gekommen. Ich bin angefragt worden, wo das Regionalgefängnis Thun eine Krise hatte. Das heisst, ich bin jetzt gut 12 Jahre dabei. Und es ist halt, es ist auch ein bisschen die Frage von der Gesundheit. Das ist ein intensiver Job. Ja. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Wie gehen diese damit um, dass Ihr Vater Gefängnisdirektor ist? Ja, also das Bewusstsein, was der Job beinhaltet, ist, glaube ich, bei meinen Kindern tatsächlich mit zunehmendem Alter auch zugenommen. Und gelegentlich reden wir darüber. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Gibt es eine
typische Woche bei Ihnen, also die immer gleich aussieht, oder haben Sie immer jeden Tag, jede Woche was komplett anderes? Also die Tage, die sind schon sehr lebendig und es ist mir wichtig, dass ich meine Agenda nie ganz voll habe. Ich spüre es auch sofort, wenn ich ein, zwei Tage abwesend bin, weil einfach relativ viel Unvorhergesehenes auch zu bewältigen ist. Unsere Woche und unsere Tage fahren in der Regel mit einem Morgenrapport an. Und meine Woche, mein Führungsinstrument, ist Direktionssitzung am Montag um 10:30. Was wünschen Sie der JVA Solothurn für die Zukunft? Ja, dass wir die Stimmung, die wir im Moment haben, das ist eine Stimmung, wo jeder engagiert arbeitet. Ich habe das Gefühl, das ganze Team ist gut und richtig aufgestellt, dass wir so weiterfahren können. Und vielleicht das ganz Spezielle, es kommen ja auf Anfangs Januar 2015 und das Team vom Schöngrün kommt in Schachen runter. Da haben wir natürlich jetzt seit Jahren hat man einander lernen kennen, aber es sind zwei verschiedene Kulturen, die sich verschmelzen. Das wird noch einmal so ein kleiner Test sein, aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft? Dass wir die außerordentliche Situation, wo wir jetzt noch drin sind in den nächsten 12 Monaten, dass uns da alles gelingt. Das heisst, dass wir ohne Zwischenfälle schon grün zutun im November, dass wir ohne Zwischenfälle nachher in der neuen Anstalt ab Januar auch mit dem geschlossenen Strafvollzug anfangen und die, so wie wir es geplant haben, bis ungefähr Mitte nächstes Jahr alle Plätze besetzt sind. Und ja, das wünsche ich mir. Dann wünsche ich Ihnen bei all diesen Unternehmen viel Glück und danke Ihnen vielmals, dass Sie heute Abend bei uns vorbeigeschaut haben. Danke euch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.